答えをもう魂は知ってるのさ。Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z, das Erbe von Goku Teil 3. Wir müssen mit Vegeta jetzt durch die Welt, also mit Majin Vegeta durch die Welt ziehen und Majin Buu aufsuchen, oder? Moment. Die Antwort, Destroy Babidi Spaceship. Oh, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Schnell mal hin. Bam, die sind auch kein Problem mehr. Aber eigentlich brauche ich die gar nicht mehr bekämpfen. Alter. Ich brauche die gar nicht mehr bekämpfen, weil wir schon stark genug sind. Das Leveln hatten wir ja schon. Oh, ich muss auf die Uhr gucken, fällt mir gerade ein. Okay, ich habe auf die Uhr geschaut, weiter geht's. Ach, mein Gott. Ja, ich nehme die trotzdem mal eben mit. Erfahrungswerte. So. Moment, so und so viel Uhr haben wir es gerade. Und dann müsste ich 15 Minuten draufrechnen. Oder 20? 15 oder 20? Dann machen wir doch mal 20, oder? 15? Hi. Do you know Yanti Ruby? Ja, natürlich. Ja, komm, lahm mich nicht voll. Ach Gott. Ja, das kennt man hier alle schon. Wie man sehen kann, können wir locker durchrennen. Beim letzten Mal ist ganz, ganz viel Schlimmes passiert. Babidi hat die Kontrolle über Vegeta übernommen. Und so ist Vegeta zu dem bösen Majin Vegeta geworden. Und, oh, da sind Schuhe. Neue Schuhe. Finde ich geil. Zu dem bösen Majin Vegeta geworden. Wieso kann ich jetzt bei ihnen so viel Angriff noch leveln? Das ist ja komisch. Na egal. Okay. Zum bösen Majin Vegeta geworden und hat mal eben schnell ganz viele Zuschauer ausgelöscht. Naja. Son Goku war böse und dann haben die beiden sich geprügelt, aber vom Feinsten. Ja, ja, ist ja gut. Naja, was ist daraus passiert? Jetzt müssen wir zu dem Spaceship da unten es zerstören. Oh. Ups. Stell dir mal vor, ich hätte das jetzt kaputt gemacht. Ich hätte mir tagelang in den Arsch beißen können. I'm sorry, Gohan, this is it. It's all over. I was too confided that I could stop Babidi before Boo was revived. But it's too late now. Es ist zu spät, er ist zu stark, wir werden alle verlieren. Oh. Hör dir mal selber zu. Wir sind noch nicht tot. Ah, das denkst du. Los, Boo, mach sie fertig. Boo make you dead. Autsch. Finish him, Boo. Ja, natürlich finisht er. Hallo. Dabra, bist du bescheuert? Du kannst doch nicht einfach den fetten Bruder Stäbchen in den Bauch rammen. Es ist kein Schaschlik-Spieß, verdammt. Oh, außerdem ist das Fett total fleischig, das Fleisch total fettig. Und das schmeckt einfach nicht. Ja, Dabra erzählt ihm jetzt, oh, er wird dich töten, mein Meister. Und wird zum... Das stimmt nicht, er ist nicht zu einem Kuchen geworden. Er ist zu einem Stück Schokolade geworden. Das ist falsch gewesen. Ey! Das ist auch falsch gewesen. Piccolo wurde eigentlich zerbrochen. Von zwei Kindern. Mhm. Aha. Boom. Ins Gesicht. Es ist Vegeta. What are you doing here? Was machst du hier? Das ist richtig. Ich bin hier, um Boo zu besiegen und ihn zu vernichten und in den Arsch zu treten. Muss ich beide besiegen? Quatsch. Hör auf abzuwehren, du blöder Vollfaust. Ey, du fettes Stück Scheiße, warum... Nein, warum mache ich keinen Schaden? Irgendwas habe ich übersehen. Er hat mich in Schokolade verwandelt. Du fettes Stück Scheiße, ihr frisst das und den noch und bam. Oder muss ich Babidi töten? Oh, ich bin tot. Hä? You have died. Nicht dein Ernst. Das verstehe ich jetzt nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Warum ist das denn jetzt passiert? Ich hätte eigentlich gewinnen müssen. Hatten wir ja schon. Ja komm, lahm bin ich voll. Bla 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 bla. Bam, boom, und der, da. Komm her, Babidi. Nein, ich bin ein Kuchen. Ich bin ein springender Kuchen. Achso, okay. Ich bin wieder normal. Wie mache ich den denn tot? Moment. Ich brauche Informationen. Destroy Babidi Spaceship. Habe ich doch schon. Muss ich jetzt wegrennen oder was muss ich jetzt machen? Nein, geh weg. Tja, tut das weh? Anscheinend nicht.
Was muss ich denn jetzt machen? Ich verstehe das nicht. Ich treffe den blöden Idioten noch nicht mal. Nein, ein hüpfendes Kaubonbon. Oh, Papi, die ist auf dem Boden. Nein, und ich werde gefressen. Ich muss also warten, bis er auf den Boden kommt. Okay. Das ist nicht so problematisch. Geh weg. Fettsack. Nein. Geh weg. Ta-da-da-da-da-da-da. Pam. Nein, ich bin schon wieder ein Kaubonbon. Oh, der frisst mich schon wieder. Aber Bidi, komm runter da jetzt, du blöder Vollpfosten. Und jetzt? Hä? Versteh nicht. Geh weg. Hallo Bu, verpiss dich mal. Oder muss ich erst bei Bidi treffen, bevor ich Bu Schaden zufügen kann? Das kann natürlich auch sein. Hallo. Gehst du mal weg? Ach du Fettsack, verpiss dich. Ha, daneben. Auch daneben. Feuer! Jawohl, jetzt. Ja, das ist nicht mal Combo-Power hier. Stirb! Fettsack! Oh, meine Güte, so spielt man. Oh yeah, ich hab Boo verprügelt. Trunks and Goten, what are you doing here? Was macht ihr hier? My dad, I have to help him. Ich muss ihm helfen, komm schon. No, tu's nicht, Trunks, bleib hier. Geh nicht, bleib da. Nein, let me go, let me go, let me go. Oh nein. Oh nein. Wie geht? Der hüpft auf wie... Bam. Fußball gespielt. Dad, are you okay? Hä? Vegeta hat sich doch gar nicht zurückverwandelt. Steh auf. Jetzt gibt's Ärger. Piccolo wird den Hintern versuchen, du dreckiger kleiner Kampfgnom. Habe ich überhaupt Mikro an? Ja, habe ich zum Glück. Goodbye, Wizard. Bam. Listen, son. I want you to take good care of your mother. Why do you say that? Are you going somewhere? Warum sagst du das? Gehst du irgendwo anders hin? I want both of you boys to get away from here. I will fight Boo alone. Don't do that. We'll help you. Wir werden dir helfen. Komm schon. Yeah, if we all gang up on him, we'll beat him easy. Wenn wir alle zusammenhalten, können wir ihn besiegen, Vater. Hör doch. Trunks, you are my only son and I haven't told you since you were a baby. Have I? Come here, son. Oh mein Gott. Was stimmt nicht mit dir, Vater? Trunks, there's something you need to know. You've made me proud, son. Oh Gott, Leute, ich hab grad mega Gänsehaut. Ich kann grad so heulen. Why did you do that? He's your son. You shouldn't do things like that to your son. Und der nächste ist K.O. Vor allem die Musik, die unterstützt diese Emotion grad nochmal. Das ist so extrem. Boo Big Mad! Boo Big Mad! Take the two boys as far away from here as you can. Bring die beiden Jungs so weit weg, wie du kannst, Piccolo. Okay. Stell dir jetzt auch die Frage. Achso. It's time, hurry. Du wirst sterben. Oder nicht. Es gibt eine Sache, die ich dich fragen muss, Piccolo. Glaubst du, wenn ich sterbe, werde ich mit Kakarot im Jenseits kämpfen können und ihn wieder treffen? Ich werde dich nicht anlügen, Vegeta. Alles, was du getan hast, war schlecht. Du wirst wohl anders hinkommen. In die Hölle. Goku wird im Himmel sein. Deine Seele wird gereinigt und zurückgeschickt. Das ist... So gehört sich das. Nicht. Okay. So soll es wohl sein. Verschwinde jetzt von hier, Piccolo. Oh mein Gott. That's right. Oh mein Gott, Leute. I do this for you, Trunks. Bulma. And yes, even for you, Kakarot. Ah!
Sensing wird ein Sensing. Spürst du das? Ja, wie geht das Energie? Er ist verschwunden. Ich werde den Kampfplatz nachkontrollieren, ob alle verschwunden sind. Oh mein Gott, ich hasse sowas. You did it, Vegeta. Your sacrifice wasn't in vain. I know it wasn't easy to do that. Especially for a guy like you. I know how much courage it took to do that. You do. What you do. Goodbye, my friend. Help me. Oh Gott, ich habe immer noch Gänsehaut, Leute. Ist das gruselig. Oh, ich hasse sowas. Das sind die schlimmsten Szenen aus ganz Dragon Ball. Ohne Scheiß. Nein, das kann nicht sein. Und er ist zurück. Oh nein, Piccolo Haupter. Vegeta hat ein Opfer gebracht, das nicht hätte sein müssen. Na super. Wir müssen sie hier wegbringen. Los, kommt schon. Wir haben keine Zeit. Dragon Ball. Was ist das denn für ein Chapter? Chapter 6, Dragon Ball. Holt er jetzt nicht den Radar? Oh, Son Goku. Man, Vegeta must have knocked me out. Hm, I wonder how two others are doing. I can still sense Boo. But where are Gohan and Vegeta? I don't sense them. Something terrible has happened. I can't sense Piccolo and Krillin over at Kami's lookout. Maybe they know what's going on. Jetzt bin ich Piccolo und musst du Gottes Palast. Piccolo bin ich, genau. Jetzt bin ich Goku, musst du Gottes Palast. Ja komm, verwandle dich mal bitte zurück. Brauchen wir jetzt nicht. Dieses geht mir ganz schön auf die Nerven irgendwie. Also das ist eigentlich cool, ne? Also das hat ja schon Style. So ist er nicht. Dum, dum, da, dum. Oh, ich hasse diese Szene aus Dragon Ball. Genauso als Son Goku sein Leben geopfert hat, um Cell zu beseitigen. Oh, das läuft gerade automatisch. Goku, is it already you? Ja, ich bin's. Und ja, Vegeta, jetzt erzählen Sie ihm die Geschichte. Oh mein Gott, ich habe keine Lust mehr. Ja, Gohan ist auch weg. Vegeta ist tot. Alle sind beseitigt. Und Buu lebt immer noch. So eine Scheiße aber auch. Oh, ich hasse ihn. Buu. Buu ist ein kleiner Pisser. So sieht Samiga aus. Oh, und ich habe den längsten Schrei meines Lebens vollgebracht. Daran sieht man, wie emotional ich in dieses Spiel reingehe, weil ich das einfach cool finde. So. Jetzt geht's um die beiden Kleinen. Erstmal, nee, gar nicht. Erstmal muss jetzt der Dragon Radar geholt werden. Get the Dragon Radar von Bulma and find the Dragon Balls, okay? Als Goten? Oh, wie cool. Oh, holen wir wenigstens noch eben den Dragon Radar. Da hat sich die Sache auch erstmal. Ich glaube, das reicht auch für diesen Part. Dann können wir im nächsten Part die Dragon Balls suchen. Ja, runter. Runter. Welches Level habe ich denn? 75. Gar nicht mal so übel. Kann ich was ausrüsten? Ja, also ich habe einiges, aber hier, Dirty Shirt können wir ihm geben. Toll. Witzig. Hier, Tonarmbänder, die können wir ihm geben. Und Dirty Tabby. Die Tonnenboots können wir ihm auch geben. Er braucht das nämlich, er braucht das Training einfach. Und dann kriegt er noch Quarzamulets. More power. Yellow, yellow. Yellow war am besten, glaube ich. Oder? Oder geben wir ihm Demon-Maske. Da wird er stärker von. Ja, geben wir mehr Power. So, equipped to go. Hm. Geht nicht. Okay. Aber das geht. So. Auf zu Bulma. Renn, 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 renn. So, Bulma. Ich bin wieder da. Ja, da rein. Ich hätte auch noch ein paar Mal mit der Oma da sprechen können, aber nee, wo muss ich denn jetzt überhaupt? Ach, da haben wir den komischen Maga. Der Ober, nein, nicht der Ober, obwohl... Der Ober von Son Gohan. Von Son Gohan, was laber ich da für einen Scheiß? Das ist der Opa von Trunks. Mein Gott.
Nee, da will ich gar nicht hin. Wo ist denn Bulma? Hat sie die draußen ihre Wohnung? Ich glaube schon, ne? Hier? Boah, Leute, da haben wir sie ja. Hey, sexy Bulma. You need the Dragon Radar, here you go. Bulma give you the Dragon Radar. The Dragon Radar appears automatically when you're on the world map. Follow the enclosure to find Dragon Balls, Randall, Intrigue. Okay. Gut, dass Guten ihr noch nichts erzählt hat, weil ansonsten würde sie ja sehr zusammenbrechen. Seelisch. Lauf, 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 lauf. Und hoch. Wie jetzt? Wie finde ich denn jetzt die Dragon Balls? Hä? Geht der jetzt automatisch los oder... Das zeigt, dass hier irgendwo ein Dragon Ball sein soll. Ach da! Was ist das denn? Stone Airship. Okay. Aber ihr seid ja lame. Oh Gott. Vor allem lame und ich gehe hier gerade baden. Nein, nein. Oh, jetzt hau doch mal zurück. Oh, was habe ich da? Ein Fisch? Den können wir hier Kami bringen, genau. Wie heißt der nochmal, der kleine Magga? Meister Quitte. Was ist das denn für eine Musik, ey? Das klingt so... Nein, das will ich nicht. Ich will erstmal schön auf Stärke draufklatschen, damit er auch schnell genug Power hat. Wie komme ich dann jetzt rein? Hallo? Hey, hier soll doch ein Dragonradar sein, Dragon Ball sein, oder nicht? Ich habe nur einen Fisch gefunden. Bom, badom, badom. Bom, badom, badom. Da ist eine Tür. Wie komme ich da in die Tür? Muss ich das kaputt machen? Nö. Verstehe ich nicht. Was für ein Scheiß! Hier, der zeigt gerade an, dass hier irgendwo ein Dragon Ball versteckt sein soll. Der hat doch hier gerade geleuchtet, oder nicht? So. Oh, da ist rot. Oh, 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 oh. Hier, der war bei der Pyramide. Okay. Lass mal landen. Gucken wir mal, was wir da so... Eigentlich ist das gerade ganz schön falsch, dass er das geholt hat. Denn, Trunks ist eigentlich derjenige, der hingeflogen ist. Aber wisst ihr was? Wir sind jetzt hier richtig gut angekommen. Das hat also richtig gute Position zum Speichern und zum Beenden dieses emotionalen Partes, in dem ein legendärer Kämpfer gestorben ist. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Dragon Ball Z, das Erbe von Goku, Teil 3. Haus rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.